Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks Replays. Heute sehen wir mal hier dem Godcrypt vom Clan Chahuzu im T54 einen 9er Panzer. Und er ist hier auf der Map Pilsen im guten alten Tschechien, meine ich, soll das sein, unterwegs. Und wir sehen, er ist hier ganz normales Mittier, so wie das ja nun mal gematcht wird. 3 Zehner auf jeder Seite, dann einfach 9er, der Rest 8er. Und ja, über den T54, muss das mal eben hier oben nochmal so umstellen. Zack. Über diesen Panzer kann ich jetzt leider gar nicht so viel sagen, aber dafür ist ja dieser Kanal auch nicht da, sondern er ist ja dafür da, dass, wenn man sich für den Panzer interessiert und mal ein paar unterhaltsame, schöne Runden damit sehen möchte, dann kann man sich das hier angucken. Die Stärken und Schwächen kann ich nicht beschreiben. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster. Ich beschreibe nicht irgendwelche Stärken und Schwächen von Panzern, die ich nicht kenne. Bei denen, die ich kenne, mache ich das durchaus mal. Aber diesen Panzer habe ich noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung davon und möchte da auch nicht irgendwas Falsches erzählen. Dann schreibt es in die Kommentare. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Hier hat er einen Ferdinand, der ihn allerdings auch zu sehen scheint. Was war das? Hat er geschossen? Ah, der hat umgeladen. Was soll ich sagen? Hier, Sound kaputt. Er hat auf Gold umgeladen, um sich hier den Ferdinand anzunehmen. Kommt aber auch da erst beim zweiten Schuss durch, um Damage anzubringen. Allerdings hat er ihn schon gespottet und dafür den Damage quasi passiert. Jetzt ist der nächste Ferdinand da, an dem er sich vergeht. Ah, nee, das andere war auch ein Jagdtiger und kein Ferdinand. Objekt 704 kassiert jetzt hier. Sehr schön eingeimpft da oben. Jawohl. Vorne auf die gerade Fläche. Jetzt hier den Ferdinand. Den hat er dann ein bisschen seitig. Jetzt hat er ihn von vorne an die flache Fläche bekommen. Kommt da auch durch anscheinend. Mal gucken, ob er jetzt hier durch die Mauer schießen wird. Nein, wird er nicht. Er schießt lieber auf den anderen Ferdinand. Ach, der andere, das war das eben doch ein Ferdinand. Mein Gott, ich bin ja auch durcheinander, ne? Jetzt wird ihm das so bunt und er zieht sich zurück. Nein, er überlegt es sich doch nochmal. Anscheinend ist ihm da in dem Host zu viel unterwegs und er möchte doch lieber flankieren. Hat aber anscheinend auch Angst von dem Ferdinand, der da noch übrig ist, angegangen zu werden. Aber das Objekt ist da ja auch noch irgendwo. Entscheidet sich jetzt aber zum mutigen Move nach vorne und hier tatsächlich dem Halb. Hat leider nicht gepasst. In die Seite zu schießen. Hätte er gleich beim Rumfahren Snapshot-mäßig geschossen, behaupte ich, hätte er da Damage anbringen können. Gut, so geht er auch nochmal sicher. Die rechte Seite auf der Minimap sieht man, ist gefallen. Jetzt kann er dem Typ hier schwer, schön schwer Damage in den Insekt ballern. Jetzt muss allerdings der Patriot raus, weil der in seine Seite geguckt hat, in seine Richtung, im Gegensatz zu dem Rest, der hier rumsteht. Jetzt hinten in den Turm vom Typ 4 schwer. Der andere Typ hat, glaube ich, hierher geguckt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aufregende Stelle gerade hier. Und nochmal einen Insekt. Allerdings die ganze Zeit mit Gold, ne, wie ihr seht. Er versucht allerdings hier auch verzweifelt, seinem E100 zu helfen und ihn zu retten. Da finde ich, ist sowas auch angebracht. So, der eine ist raus, der andere steht noch da. Dem hätte er jetzt noch eine drücken können, aber schlauerweise hat er sich hier lieber zurückgezogen, weil deren Panzermassen da auf einmal um die Ecke kamen. Nicht ganz überraschend, sagt man so. Man hat es ja auf der Minimap kommen sehen. Jetzt versucht er sich hier ein bisschen durchzuwursteln, hofft jetzt nicht von hinten vom Type angegriffen zu werden, nimmt hier einen Panzer raus. Der Type zielt natürlich auf ihn, da muss er jetzt verhindern, dass der ihn auch hier rausnimmt. Bleibt hier in der Deckung seiner eigenen Verbündeten. Oh, das wird schön. Ja, schön oben auf die Kommandokuppel. Auch gleichzeitig einen kritischen Treffer da gemacht. Der Type ist geschossen, ist damit verwundbar. Kann gerade nichts machen. Der ist jetzt im One-Shot-Bereich, wenn er denn durchkommt. Und er kommt durch. Sehr schön. Sehr schön runtergearbeitet. Wir sind bei 4000 Damage. Alter Verwalter. Geblockt hat er noch nichts. Zweimal was gefressen. Gut. 830 gespottet. Panther 2 kriegt im Vorbeifahren einen rein, hat selber nur in die Ketten geschossen. Und jetzt da hinten wurft noch der Ruhe rum. Den ignoriert er aber. Er geht hier den IS-3 ran, an. Ja,
der hat natürlich den Braten gerochen. Also jetzt zumindest, nachdem er einmal einen kassiert hat, verteidigt sich hier. Aber auch er wird von zwei Seiten beschossen. Und damit zweifle ich nicht, er ist das Segen hier. So, der Ru, noch full life. Inzwischen hat er hier auch von der Goldmunition auf die AP zurückgegriffen wieder. Lohnt sich anscheinend hier bei so einem Ru wirklich nicht. Der ist ja nur auch nicht stark gepanzert. Jetzt wird er gerammt. Mit aller Macht will er ihn hier beseitigen. Schiebt ihn vor sich her, damit er auch keine Zeit hat zu ziehen. Und hat ihn gekillt. Wir sind übrigens bei 6 Kills. Den Krieger Hanna in der Tasche. Das Gefecht ist gelaufen. 6623 Schaden zeigt er an. 6000? Alter Schwede. Ja, wir sehen uns mal zu den Stats. Ja, und da sind wir auch schon bei den Stats. Natürlich hat er das Ding hier gemeistert. Auch auf Stufe 9 sind 6000 Damage einfach abartig, 6500. Er hat den Schläger bekommen, er hat den Duellanten bekommen, das Wirkungsfeuer, Großkaliber und natürlich den Krieger. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir gucken uns mal an, was er hier im Einzelnen gemacht hat. Er hat 6623 Damage angerichtet und 6 Kills gemacht. Alter Schwede, geile Runde. Auch erfahrungstechnisch mit großem Abstand hier zum Oho noch... und dann, ja, alles andere ist ziemlich abgeschlagen im Vergleich. Ordentlich Erfahrung bekommen. Und auch Damage-technisch ist kann ihm hier einfach keiner das Wasser reichen. Der eine I-100 mit 4383, der dann ja sogar Top-Tier ist. Also hier braucht sich eigentlich keiner mit dir messen. Das war wirklich eine sehr, sehr geile Runde. 26 Mal geschossen, davon 25 Mal getroffen und 24 Mal durchschlagen. Hui. Geile Bilanz. Natürlich muss man dazu sagen, viel mit Gold geschossen, aber so what, ne? Was soll's, wenn da so ein Ergebnis bei rauskommt? Das Einzige, was da einen natürlich bei wurmt, sind die Miese, aber auf Tier 9 und auf Tier 10, wenn man da mal ein Gefecht hat, mit dem man Miese hat und dafür eine geile Runde hingelegt hat, dann ist das nun mal so. In den Tierbereichen habe ich das schon oft gesehen, da wird dann drauf geschissen, was man da an Kohle einfährt, das kann man mit 8er Premium alles wieder reinholen, wenn man sie denn hat. Hat natürlich nicht jeder, das ist mir bewusst. Aber man kann sie sonst auch auf noch niedrigeren Stufen wieder einfahren. Und 31.023 Credits minus sind natürlich relativ schnell eingefahren. Aber bei dem, was er hier rausgehauen hat, also für so eine Runde, boah, da würde ich fünfmal so viel bezahlen, ne, wenn ich das denn mal haben dürfte. Ja, der assistierte Damage ist natürlich auch nicht zu verachten. Und genauso hier die 1647 Damage von seinem großen Batzen hier, den er auf über 300 Meter noch gemacht hat. Alles in allem, irgendwo von allem was dabei gewesen. Geile Runde. Und jetzt schaltet nicht ab, denn es kommt noch eine Folge. Wartet einen Moment. So, und da sind wir in der nächsten Folge. Ja, im ersten Moment denkt man, hä, was ist denn jetzt los? Gut, andere Map, aber derselbe Spieler, Godcrapped. Aus dem Clan Shahu. Im selben Panzer, T-54. Mein Gott, was ist denn jetzt hier so das Besondere? Aber ich denke, das gucken wir uns einfach mal an, was das Besondere daran ist. So, wir haben hier die Map Lakeville. Und diesmal ist er Top-Tier. Und als Top-Tier könnte mehr gehen. Allerdings ist das nicht zwingenderweise so. Manchmal ist man ja Low-Tier, reißt ordentlich was. Dann ist man Top-Tier, kriegt voll auf die Fresse. Ist natürlich auch immer ein bisschen so abhängig, was der Rest des Teams macht. Oh, der schreibt hier schon, er ist auf dem Weg zur Gunmark, 94,3% Gunmark. Mal gucken, inwiefern er das Ganze verwandelt. Wir sehen ja hier, ich mache nochmal eben einmal Pause, freie Kamera. Er hat zwei dicke rote Sterne auf seinem Rohr, einen noch im Turm, der ist nicht relevant, aber das sind die beiden Gunmarken. Beim Deutschen sehen sie so aus wie hier bei der Scorpion daneben. Wisst ihr alles? Erzähle ich jetzt ja nicht, ja. Das ist kein Geheimnis, kein Geheimwissen. Ihr wisst das. Und wir gucken mal, inwiefern er hier auf dem Weg zu seiner dritten Marke ist. Sehr schön, auch eine coole Position, um hier die vorrückenden Panzer schon mal abzufangen. Muss man nur ein bisschen das mit dem Vorhalten hinkriegen. Man kriegt sie hier in der Regel immer an der Seite. Jetzt ist ja auch schon einer raus. Ja, sehr geil. Der Ru kassiert hier den ganzen Spotting Damage. Der wird bestimmt auch noch ein geiles Ergebnis haben.
Wenn das jetzt nicht schon alles war. Da gab es ja bei den alten Missionen für die Stuck gab es ja die Mission, oh hier, wieder getroffen, ja, aber auch sehr souverän hier. Gab es ja die Mission dann bei den Scouts, bei der letzten Mission, dass man auf 4000 Spotting Damage oder so kommen musste. Ganz ehrlich, die habe ich nicht geschafft. Das war mir zu fies. Spotten kann ich überhaupt nicht. Ich lieber so, wie er da hinten steht und schießt, aber so souverän wie er treffe ich dann bei weitem nicht. Ihr kennt meine Videos, ich habe da immer noch meine Problemchen. So, er pfeift jetzt auf die Position, die er gerade hatte. Ich denke mal, der Feind wird auch mittlerweile verstanden, dass es vielleicht dumm ist, darüber zu fahren. Und jetzt verteidigt er lieber den Canyon. Warum auch immer die hier durch den Canyon kommen. Ich meine, machen ja immer mal wieder welche, ich verstehe es nicht. Es ist so selten, dass das mal gut geht. Gibt natürlich Ausnahmen, ja, gibt es für jede Situation, jede Map, jedes Spiel, aber in der Regel geht das hier in die Hose. Meine Meinung, meine Erfahrung, meine Erlebnisse, weiß nicht, wie ihr das seht. Boah, was für geile Treffer, ne? Wenn da immer auf so eine Kuppel geschossen wird oder gezielt wird und dann auch noch getroffen und auch vollkommen souverän hintereinander. Das passiert nicht in jedem Panzer und nicht mit jeder Crew. Da muss man schon das Ganze ein bisschen im Überblick haben, was dem Panzer zuzumuten ist und wie gut die Crew ist. Ah, jetzt ist er mal abgeprallt. Sieht das auch mal so aus wie bei mir, ist ja auch okay. So, den setzt er auf Kette. Sehr schön, der T29 muss da mitarbeiten, muss sich aber vor allem zurückziehen, damit er hier ein bisschen in Deckung fahren kann. So. T26E4. Ist natürlich, also wenn der Kampf darauf basiert, dass er diesen Weakspot treffen muss, dann kann das natürlich auch schlecht für ihn hier ausgehen. Zumal der E4 da auch gleich Unterstützung von dem IS bekommt und vor allem vom Mäuschen. Deswegen kann das ziemlich übel hier werden. Der muss also definitiv weg. Erledigt. So, das Mäuschen wagt sich um. Da zieht er sich lieber ein Stückchen zurück. Jetzt hat die Maus allerdings geschossen und er kann schön vorne in die Zahnlücke schießen. Diese Stelle müsst ihr euch merken, wenn ihr mit dem Mäuschen zu tun habt und ihr frontal irgendwo drauf schießen müsst, dann wählt diese Stelle. Das Mäuschen zieht jetzt auf den rechts vorne auf den Turm gezielt. Muss man sehr mittig machen, weil das Ding rund oder abgerundet ist. Natürlich geht auch immer der Weakspot oben in der Cupola. Ich muss jetzt tatsächlich mal nachgucken, was für einen Durchschlag hier eigentlich arbeitet. 330 mit normaler 201, das ist auch ein ganz schöner Unterschied. So, Mäuschen weggemacht. Auch wieder ordentlich mit Gold im Einsatz, aber was wir machen, ne? Wenn da so ein Ungetüm um die Ecke kommt. Jetzt ist hier der IS, da schießt er auch mit normaler Munition drauf. Jetzt wird der noch ein bisschen gerammt, ohne Damage, aber der braucht sich jetzt nicht eingebilden, sich noch gegen irgendwen verteidigen zu müssen und können. Der Bulldog hat noch drauf geschossen. Wo ist denn der Bulldog? Ach, da. Aha. So, jetzt hat er der Maus eingegeben und oder dem Mäuschen und ist dafür selber gerichtet worden. GG, schreibt er. 6000 Damage. Und wir gucken mal, seine Gunmark hat er wahrscheinlich bekommen. So, und da sehen wir 3 Sterne, das ist nun seine Gunmark, also beim nächsten Replay mit dem T-54 werden wir dann irgendwann mal sehen, wenn er denn mal was einsendet. Und ich gewillt bin, den Panzer dann nochmal zu zeigen, mit dem nochmal denselben Spieler, wird da die 3. Gunmark drauf sein. Ich sag mal, die Chancen sind nicht groß, es sei denn, du machst 10.000 Schaden oder irgendwie sowas. Nee, Beim nächsten ein anderer Panzer, ein anderer Spieler. Das war jetzt eine Ausnahme, weil wenn man auf die Uhrzeit hier achtet, das andere war, glaube ich, um 12:30 oder so aufgenommen, am selben Tag, das hier dann um 13:20 Uhr. So eine Runden hintereinander zu machen, das beweist schon, dass man irgendwie das Spiel verstanden hat, den Panzer verstanden hat und weiß, was man in dem Großen und Ganzen hier tut. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal so spielen kann. Er hat das Ding gemeistert, er hat den Schläger, er hat den Duellanten gekriegt, den Kämpfer bekommen, das Wirkungsfeuer und das Großkaliber. Und zwar so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja, wenn man mal guckt, der mit dem zweitmeisten Schaden ist hier RV4202 mit 2651 Schaden und er steht hier oben ganz alleine mit 6269 und 5 Kills. Das ist im Prinzip eine Klasse für sich. Das ist so, als wenn das andere Team einfach ja nicht existent gewesen wäre. Und man sieht mal, wie das Gegnerteam im Prinzip
dahin gemäht wurde und wegrasiert wurde. Obwohl jeder Panzer irgendwie mehr oder weniger zum Schuss kam, außer den drei hier unten, sprich jeder irgendwie ja die Möglichkeit hatte, den Feind zu penetrieren und zu beschädigen, haben sie so gut wie nichts gerissen und wurden alle weggemäht. Wir haben nur drei eigene Panzer verloren. So eine Gefechte sieht man natürlich immer häufiger in letzter Zeit. Ich hoffe, dass sich das mit dem kommenden Patch etwas ändert, da ja dann viel mehr Zehner Panzer auch in den 30 versus 30 Gefechten gebunden sind, und dann hat das vielleicht so eine Auswirkung auf den Matchmaker, dass man seltener Low-Tier ist und vielleicht auch öfter mal Top-Tier. Aber trotzdem, ja, ist das kein Garant, so eine Runde hinzulegen. Hat im Prinzip nichts damit zu tun. Sehr, sehr geil. 26 Mal geschossen, 25 Mal getroffen, 21 Mal durchschlagen. Die Bilanz ist einfach auch riesen, mega geil, großartig. Er hat 1275 auf über 300 Meter getroffen. Ja, ein bisschen was gespottet, assistiert hier, das ist halt nicht redenswert, aber es ist halt nun mal dabei. Diesmal hat er sogar Plus gemacht, er hat etwas weniger Gold geschossen, als er da mit dem IS-2 zu tun hatte, war das Ganze nicht so wild, oder IS war es, glaube ich, IS-2 ist ja im Prinzip dasselbe, nur die Berlin-Variante. Sehr, sehr, sehr geil. Ich hoffe, du stehst mir auf dem Schlachtfeld nie gegenüber, und wenn, hast du Gnade. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einsenden, bitte mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.